Hey ho, meine Lieben, nächste Runde Video. Ich habe geplant, nachher später noch mit dem Fahrrad hinauszufahren, mir einfach ganz gemütlich irgendwo auf dem Grill ein, zwei, drei Bratwürste drauf zu schmeißen. Ich habe mal verschiedene unten beim Metzger geholt und da möchte ich heute diesen Fennec Grill mitnehmen, der da aussieht wie ein Laptop, jo, den ich jo, vom Sven bekommen habe. Mhm. Das ist der Plan. Das Einzige, was noch dagegen spricht, ist momentan mein unruhiger Magen. Aber ich hoffe, dass der sich bis nachher gelegt hat, bis ich dann rausfahren werde. Was nehme ich mit? Den Grill, ein paar Kohlen, ein Messer, die Würstle, Ketchup, Senf, irgendwie sowas. Nicht viel, nur das Nötigste heute. Nicht einmal einen Stuhl. Das lasse ich heute alles weg. Also ganz einfach. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher, wenn ich draußen bin. Hoffentlich. Tja Leute, die Brücke habe ich hinter mir gelassen. Bin übrigens durch Lauingen innen durchgefahren. Schon die Reifen. Und jetzt war ich ganz einfach an meinem Lieblingsplätzle. Und was soll ich sagen, es ist alles mittlerweile sehr viel grüner. Donau, ja, ups. Hoch. Aber ich bin ja bald da. Mhm. Beide Satteltaschen. Heute so ein Kniepad zum Draufhocken dabei, dass ich nicht wieder einen nassen Arsch kriege. Schaut euch erst einmal diese wunderbare Natur hier an der Donau. Es ist einfach toll. Hinter mir das Wäldle. Da vorne ist so ein kleiner Tümpel auf der linken Seite. Leck mir am Arsch, da hat es mich gerade ganz schön gerissen, wie da die Frösche gequackt haben und so. Aber jetzt mache ich es mir hier gemütlich mit meinem Kniepad zum Hinhocken, den Grill aufstellen, Kohlen anfeuern und Würstle drauf. Das ist mein Plan. Steht die Cam schief und dazu natürlich gleich ein bisschen ein Käffchen und die Wiese ist hier klitschnass. Gut, dass ich mein Polster mit habe und jetzt erst einmal noch die Cam gerade stellen. Ja, ja, dann schauen wir uns das Teil hier mal an. Und dann bin ich gespannt, ob ich das zusammenbauen kann ordentlich. Was haben wir denn da alles? Gut, dass ich das Blatt mitgenommen habe. Ah ja, okay. Das sind die Seitenteile. Da brauche ich abgedunkeltes. Das Teil dagegen. Und ich, dass das Teil hier reinkommt. Ja, auf dem Tisch oder so ist es natürlich viel einfacher zum Zusammenbauen. Feigling. So. Jetzt geht's wieder auseinander. Ja, blutige Hennerköpf. Und das Teil.
So. Das ist jetzt an der Decke. Gehe ich mal davon aus. Ja, bin ich schon fertig oder was? Nee, das Teil kommt noch rein. Ah ja, okay. Jo. Und dann wäre fertig einsatzbereit. Warum so eine schwere Verpackung? Die brauchen wir ja gar nicht, den Koffer. Auch gut. Und dann positioniere ich mir den hier irgendwo. Und der Rost, den brauchen wir nachher. Und dann schaue ich, dass der Grill noch gerade steht. Und dann können wir schon loslegen. So. Und hier unten platziere ich mir jetzt einfach mal ein paar Anzünder. Irgendwo habe ich noch einen gehabt. Jetzt weiß ich, was ich wieder vergessen habe. Handschuhe. Hauen wir da einfach mal ein paar Kohlen rein. Ach komm, egal, jetzt. Gebrauchte und neue. Deckel runter. Dahin. Ich glaube, das sollte für heute ausreichen und anfeuern. Und ja, ich habe natürlich meine Kohlenzange dabei. Und dann lassen wir erstmal die Kohlen schön anfeuern. Ja, während ich jetzt erst einmal, ja, also Cam wird jetzt immer wieder mal schief stehen, egal. Ich lasse jetzt den Grill da neben mir anfeuern. Er auch zieht in die Richtung, deswegen bin ich auf die andere Seite. Und trinke dazu jetzt erstmal gemütlichen Käffchen. Oder ein Latte Macchiato. Mhm. Eigentlich ist schon herrlich hier. Schöne Decke oder schöne Matte noch zum Hinflacken. Mal gucken. Ja, solange ich noch keinen Schrebergarten habe, ist das halt meine Alternative hier. Mhm. Das Ding schmeißt jetzt schon eine ordentliche Hitze weg. Obwohl die Kohlen noch gar nicht ganz durchgeglüht sind. Naja, hat ja auch ein paar geschlossene Seiten. Gehen wir hier sicherheitshalber mal. Ach komm. Tun wir den Deckel da mal weg. Dann sehen wir mehr. So. Wo habe ich meine Würstchen? Ich sagte ja, extra beim Metzger geholt wieder. Eine mit irgendwie mit Kraut, KK, irgendwas mit CH war das der Name, die ist mit Mozzarella und Co. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin ist und naja, die schmeiße ich mir jetzt einfach da drauf. Und die heben wir vielleicht noch für später für daheim auf, ich weiß es noch nicht. Weil ich sagte ja schon zu Hause, dass es mir nicht ganz so rasend geht. Und wahrscheinlich reichen mir die zwei bzw. drei Würstle definitiv. Und ja, die grillen wir jetzt ganz einfach. Und dann kommen die auf der Semmel und werden gegessen. So, Deckel dabei wieder drauf. Sammelt sich die Hitze besser? Oder sollen wir den Rost doch ein bisschen tiefer tun?
Naja, ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumexperimentieren und Würstchen grillen. Und von dem Gitterrost nehmen die sogar ein schönes Branding an. Also ich muss mal sagen, bis jetzt bin ich von diesem Steckgrill, Klappgrill für unterwegs mal richtig begeistert. Und gefällt mir echt gut, das Teil. Oh ja, da kommt der Mozzarella raus. Ganz gewaltig schon. Ja, ein kleines bisschen brauchen die aber noch. Halbe Semmel und ein bisschen Senf für die Nürnberger. Die Mozzarella esse ich nachher dann. So. Ich glaube, eine halbe Semmel für die Wurst reicht vollkommen. Kann man sehen. Ja, kennen wir ein bisschen. Ah, der Zoom wieder. Ein bisschen Senf drauf. Blub. Und fertig. Tja, und dann ab in den Hals. Schön in der Natur an der Donau. Einen guten. Besser als aus so einer kleinen Mini-Packung. Definitiv. Hm? So, und bevor man da jetzt der ganze Käse rausquillt, tue ich mir jetzt die Wurst hier auf meine halbe Semmel drauf, lasse wirklich noch ein bisschen abkühlen, weil ihr wisst ja, die Käsewürste sind immer brüllend heiß. Oh. Und wenn ich die gegessen habe, dann bin ich schon wieder pappensatt. Und während ich die jetzt abkühle, mache ich mir meinen Becher voll Wasser und fange schon mal an, die Kohlen abzulöschen. Mhm. Aber wenn ich hier in die reinbeiße, ich weiß noch nicht einmal, ob ich da Ketchup, Mayo oder Senf drüber tue. Ich habe noch keine Ahnung. Ne, ich habe keinen Bock mehr, wieder die Gosche zu verbrennen. Wir sehen uns gleich. Obwohl, bei dem Grill, ich mache es jetzt ein bisschen anders einmal. Und den übrig gebliebenen Rest, ja, tue ich dann bloß in meinen Löschbecher rein. Mit Wasser natürlich. Puderer. Und während die Kohlen jetzt noch fertig abkühlen, beiße ich jetzt in die hoffentlich abgekühlte, halbwegs abgekühlte Wurst rein. Mhm. Halbwegs abgekühlt. Ich glaube, da tue ich gar nichts hin. Ich hätte noch Ketchup Mayo, also fertig in der Tube dabei, aber nö. Hm? Bisschen Senf könnte man hinzutun, aber so ist die Wurst ganz lecker. Wenn ich bloß noch wüsste, wie die heißt. Oh. Naja, ganz komischer Name auf alle Fälle. Naja, bei dem Metzger da unten gibt es öfters so verrückte Würstle.
letzten Samstag Bärlauchwürsch gehabt, das habe ich aber leider zu spät mitgekriegt. Da waren sie schon wieder alle weg. Egal. Ein richtig schöner Nachmittag an der Donau. Ja, wenn ich meinen Schrebergarten hätte, das wäre geil. Schöne Hütte hinstellen. Ja, davon träume ich halt noch. Noch. Aber Freunde, wie gesagt, wie ich es auch schon in Live-Videos gesagt habe, sobald ich einen eigenen Schrebergarten habe, was aber leider ja noch dauern kann, Wartezeiten bis zu 1,5 Jahre. Ich hoffe, ihr haltet so lange aus auf meinem Kanal, wenn es wirklich so lange dauern sollte. Es kann aber auch bloß eine Woche oder einen Monat dauern, je nachdem, was frei wird. Und ja, wenn ich einen habe, dann ziehe ich wieder mit Outdoor-Grillen richtig durch und dann geht es auch wieder richtig aufwärts. Im Moment mache ich halt das Beste draus, was geht. Und hoffe, dass meine Indoor-Videos dementsprechend auch gefallen. Jo, vielleicht fahre ich nachher noch zum Einkaufen für leckere Mischgetränke was holen. Ich denke, ich mache Mischgetränke-Videos auch wieder. Ein paar Ideen habe ich schon. 3 Pullen habe ich schon eingekauft dazu. Und ja, schauen wir mal, was kommt. Lasst euch überraschen. Tja, dann werde ich wieder alles zusammenpacken. Na, geh auch, du Feigling. Daheim nochmal ausspülen, sauber spülen. Klar, Gitterrost. Und das andere Zeug soll ja auch wieder schön ordentlich sauber werden. Aber da sehe ich jetzt gar kein Problem darin. So. Zweites Seitenteil. Bisschen Wasser ins Spülbecken rein und sauber durchspülen. Und fertig ist das alles. Also, wie gesagt, von dem Fennec-Grill bin ich auch sehr begeistert. So, meine Lieben, los, da hinten fährt das Boot oder eins von den Ruderbooten, da kommt schon das nächste. Das Einzige, was ich jetzt hier zurücklasse, Moment, hier ein klitzeklein verkohltes Gras, aber das wächst ganz, ganz, ganz schnell nach und halt ein bisschen was niedergelatscht ist. Ansonsten hinterlasse ich hier keine Spuren. Ja gut, ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich habe ja gesagt, was ansteht, was ich noch vorhabe alles. Und tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ich fahre jetzt vor auf die andere Seite, also vor zur Brücke, über die Brücke drüber. Und auf der anderen Seite werde ich noch ein bisschen einen Livestream machen, ein paar Minuten, bevor ich dann endgültig komplett nach Hause fahre. Also, Tschaikowski, wir sehen uns.